Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Es tut mir leid für die ganzen, für die Fails, was die ganze Zeit passiert ist. Und jetzt machen wir weiter. Oh Mann, ich wollte eigentlich keine Fails hier mitbringen, aber wir haben gedacht, wir schaffen das, aber nee. Ich habe gesehen, wir sind noch zu schwach. Ja komm, nee, das lassen wir. Dann gehen wir gleich. Ja, nee, Quatsch, können wir doch gerade, danach können wir gerade dort vorne nach oben. Da warten wir dann erstmal ein bisschen stärker sind und dann, ja. Los geht's, Anno. Wir müssen gucken, dass wir danach unsere versteckte Klinge kriegen, weil. Ja, mit den zwei. Ja, okay, mit den zwei könnten wir uns gerade vielleicht so noch anlegen, aber sonst haben wir gelitten. So. Komm schon, Arno, rein. Super. Das machst du super, Arno. Natürlich werden wir noch die ganzen Dinge frei machen, aber wir werden danach erstmal gleich den nächsten Aussichtspunkt holen. Noch einen Aussichtspunkt holen. Und dann machen wir gleich weiter mit der Hauptquest. Die Brunnen sind verflucht. Frische Trink. Trick. Nee, das lassen wir mal. Das machen wir dann. Die Nebenquests, die machen wir mal später. Da machen wir jetzt gerade gar nichts. Die machen wir noch, aber nicht jetzt. Gut gemacht, Arno. Aber manchmal ist es echt nicht praktisch, aber manchmal schon, aber manchmal auch gerade nicht. Kommt darauf an, was für eine Situation wir gerade stecken. Okay, so. So, dann haben wir jetzt. Oh, Entschuldigung. Was willst du? Ich verstehe nichts. Ich verstehe kein Französisch. Ich kann nicht Französisch reden, Madame. So, Dede. So, oh, La Café. Na, ins La Café, da wollen wir nicht rein. Ins Le Café oder La Café, da ist das halt immer. So, ich will zu den Aussichtspunkt. Dort vorne hole. So, jetzt rüber mit Jano. Perfekt, du kannst echt gut springen. So, hoch. Ja, genau, geh hoch. Und? Das machst du aber schön, Arno. Los geht's. Einmal hier rüber. Hier entlang, einmal hier hoch. Perfetto. Ja! Aber gut so. Oh Mann, wir müssen gucken, dass wir jetzt dann gleich mit der Haupt, wenn wir den haben, den nächsten Ding machen. Danach gleich die. Der liegt ja an der Haupt. Der liegt ja ganz nah an der Hauptquest dran, Gott sei Dank. Dass wir dann gleich da mit der Hauptquest weitermachen. So, ein Teil unserer Ausrüstung haben wir jetzt Gott sei Dank gekriegt. Jetzt erstmal schon nach oben. Ja, Arno, hast du keine Lust oder was ist los? Warte mal. Ah, doch, er hat Lust. Ich wollte gerade sagen, hast du keine Lust, Arno? Jetzt komm hoch mit dir. Mensch, Arno. Boah, Junge, halt dich bloß fest, ey. Warte mal, gibt es da irgendwo... Hey, irgendwie muss man doch da hochkommen, hallo? Aha, hier hinten. Okay, ich wollte schon gerade sagen, ist da nichts offen. So, Arno. Genau. Erstmal hoch mit ihr. Runter. Perfekt. Synchronisieren. Haben wir schon mal den kleinen Bezirk schon mal frei hier. Wir müssen gucken, dass wir echt stärker werden, weil das hilft uns sonst nicht weiter. Nervt auch. Super. Dann. So. Dann holen wir uns jetzt den nächsten Aussichtspunkt von hier. Das ist auch gleich die Nebenquest, das ist gleich die Hauptquest nebenan. Dann haben wir gleich die Hauptquest nebenan und dann können wir gleich mit der Hauptquest weitermachen. Besser gesagt, nicht neben. Ich wollte gerade schon Nebenquest sagen, aber Hauptquest. Wir müssen ja unser Outfit erstmal kriegen und unsere Assassinenklinge, weil das bringt uns sonst gar nichts. Und dann den ersten Mord begehen, jawohl. Und wir müssen auch unsere Luftattentat und alles hinkriegen und beherrschen.
Warte mal, können wir die Truhe gleich ach so, hier drüben. Ich wollte schon gerade sagen, ey. Ist die jetzt eigentlich hier da oben oder hin? Ich hole mir schnell kurz die Truhe, gucke ich mal kurz. Wo ist denn die Truhe jetzt eigentlich? Ach so, hier haben wir die Truhe. Okay, halt. Öffne die erstmal. Perfekt. Edwards Assassin Uniform. Aha, perfekt. Passt doch. Gut, dass wir da gleich reingegangen sind und die gleich geholt haben. Ja, wir versuchen auf alle Fälle die ganzen Truhen hier so mitzunehmen, die goldenen. Auf alle Fälle will ich euch eins sagen, ich werde heute erstmal mehr Parts aufnehmen, auch morgen am Montag. Am Dienstag wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Vielleicht am Montag auch nicht, ich werde es erstmal sehen. Aber ich glaube am Dienstag wird es schon nicht mehr gehen. Nur noch heute und morgen kann ich noch ein paar Parts aufnehmen, weil ich mein Zimmer renoviere. Dadurch muss alles abgebaut werden, alles muss raus. Dann Tapeten müssen alles runter. Und halt, weil alles, was halt so ist. Und ja. Das tut mir jetzt dann halt dafür auch leid, deswegen wird dann da erstmal nichts kommen. Es wird aber dann die nächste Woche wieder was kommen, klar, aber nicht ab der Woche, wo das Zimmer renoviert wird von mir. Wenn es renoviert ist, kann ich euch Bescheid geben, wann dann wieder was kommt. Aber momentan sieht es dann erstmal schlecht aus. Jetzt kann ich noch was bringen, aber deswegen werden dann erstmal für ein paar Tage dann erstmal nichts kommen. Ah, okay, das sind die, wo man die... Okay, alles klar, das sind diese roten Kisten, sind die Kisten, wo du die Schlösserknack-Dinger, wo du das zum Schlösserknacken brauchst. Oh Mann. Alles klar, dann machen wir uns gleich auf den Weg hier mit. Auf den Weg zum, ja? Und damit die Anno, perfekt. Das machst du aber schön. Cool, ich kann wieder... Ach, rammt ihn aus... Doch! Stimmt? Stößt ihn automatisch aus dem Weg, cool. Mich haut's nicht mehr so hin wie bei den anderen Teilen. Da zeigt es ja auch immer an, was man drücken muss. Alter, was ist denn hier denn los? Du meine Güte, was geht denn hier ab? Leute, lasst mich mal alle. Alter, lass mich mal da durch. Uiuiuiuiui. So, dann wollen wir mal nach oben gehen hier. So. Das machst du aber gut, Arno. Jetzt. Rüber mit dir. Und? Genau, den Sprung habe ich gemeint. Mach mal rüber den Sprung. Den barmherzigsten Sprung hier. Dann. Warte. Kommst du hier vielleicht hoch, Arno? Ich muss doch nicht da reingehen. Runter gehen hier. Warte mal, hier schnell außen rum. Und hier am. Kannst du hier an dem. Warte, es müsste doch eigentlich gehen, Arno. Ja, super. Deswegen habe ich gemeint, ob du dich an den Dachziegel schnell halten kannst hier. Dass wir hier nach oben kommen erstmal. Perfekt. Ich brauche erstmal schon den Aussichtspunkt. Danach machen wir gleich, wenn wir den Aussichtspunkt haben, machen wir danach gleich sofort den Ding weiter. Die Hauptquest. So. Weil wir müssen ein bisschen stärker werden, weil es bringt uns gerade gar nicht so schwach, wie wir sind. Und noch dazu bringt es uns gar nichts, wenn wir keine Assassinenklinge haben. Wir brauchen erstmal unsere Assassinenklinge. Das hilft uns gerade gar nicht weiter. Ja, halt, lass noch ein Stück nach oben, danke. Weil ohne Assassinenklinge bringt es uns jetzt erst recht nichts, weil wir brauchen ja unsere Assassinenklinge hier. Okay, ich glaube, das
Müsste eigentlich dann hier Zug geben, finden. Genau, lass dich mal hier runter. Hui! Das machst du aber gut. Arno. So. Nein! Nicht herunterrutschen, bitte, Arno. Ja, oder geh halt hoch. Wenn es nicht anders geht, dann nimm hier hin. So. So. So, jetzt mal hier runter. Ja, hallo? Hui! Jawohl. Hier beginnt die Hauptquest. Ah, 4 von denen, Ding. Jawohl. Dann mal reinhauen hier mit. Perfekt. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Nee, die ist leider nicht da, tut mir leid. Gut, dann wollen wir mal nach oben gehen. So, ich komme. Assassinenbrüder. So. Ja, so wollte ich es eigentlich haben. Perfekt. Und rein mit uns. So. Aha, da hoch. Okay. Warte, wo geht's jetzt hier hoch? Ich muss gerade gucken. Hier vorne. So, Arno. Ja. Du sollst da hoch. Was soll ich noch mit diesem Medaillon anfangen? Ja, werden wir gleich sehen. Zuerst mal müssen wir hier nach oben und dann sehen wir weiter. Eins nach dem anderen, Arno. Eins nach dem anderen, mein Freund. Ja, hier müssen wir dann später wieder hoch, klar, aber wir müssen jetzt erstmal hier rüber kurz. Ja. Jetzt muss ich gerade gucken. Kann ich hier drüben dran? Kann ich. Okay, geht. Passt. So, das heißt. Einmal hier. Dann hier drüber. Ja. Genau, das wollte ich. Dann hier rüber, perfekt. Das machst du aber schön, Arnolein. Und was soll dieses Licht nur erhellen? Das werden wir ja gleich sehen, wenn wir drüben sind, Arno. Hui! Na also, wir haben es geschafft, wir sind drüben. Gleich den anderen Weg hier zurück. Setzt es ein, komm. Okay, das weiß ich, was wir da machen. Warte mal so, dann sitzt hier. Okay. Uiuiui, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Ja. Oh, Arno. Stell dich doch nicht so an, Alter. Ja, komm. Beeil dich, Arno. Beeil dich jetzt. Nein! Arno, nein, das solltest du doch nicht machen. Du sollst hier drauf. Ja, super, Arno. Nur weil du gerade die andere. Ach komm, Arno, wirklich. Ja, ey, Leute. Komm. Wirklich. Das ist doch gerade so nervend. Ey, warum musst du auch an die verdammte Ding da dran springen? Kannst du nicht einfach ganz normal darüber? Wir hätten es jetzt beim ersten Mal gerade schaffen können, aber nein. Du musst ja genau so einen Scheiß da machen gerade jetzt. Deswegen, manchmal finde ich es gut, wenn du das machst, aber manchmal ist es echt unangemessen, so wie jetzt. Mann, echt. Leute, wirklich. Arno. So hoch mit dir jetzt, aber wirklich. Ah! Warte.
Komm, 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 jetzt beeil dich, aber jetzt beeil dich, Arno, komm. Komm schon hoch mit dir, perfekt. Hoch! Komm schon! Ja, halt dich hier fest, genau, hoch! Perfekt, hast du gut gemacht, Arno. So, und jetzt rein mit dir. So, Delay. Das war jetzt das dritte Part. Ich hoffe es. Ich muss gucken. Ne, ich glaube schon, das müsste der dritte, weil das ist jetzt der Art Aufnahme. Erst habe ich aufgenommen, das war von zwei, jetzt dritte jetzt. Ich will jetzt hier gerade nicht durcheinander kommen mit dem ganzen Mist hier. Ich habe vergessen. Ach komm. Ich vergesse die. Ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Aha, okay. Gut. Nun, es war ein beachtlich. Und da drüben sind sie. Die vier. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkidu, Kailai, Hal Antar, Mutta Akidon, Min? Anna Kavalek, Ina Okadendrala, Moazati Emulhakala, Seya Kuno Zaydan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Ja. Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Komm, wir brauchen dann erstmal unsere Assassinenklinge, weil das bringt uns gerade gar nichts zu uns. So. Nochmal da dran. Und jetzt trink. Runter mit dem Gebäude. Perfekt. Ich muss noch einmal meine Parts erstmal angucken, ob das überhaupt soweit stimmt, weil nicht, dass ich jetzt gerade nämlich dann wieder verlabert habe hier und dann wieder das. Was geschieht denn? Hallo? So. Ja, runter mit dir, komm. So. Okay, das heißt jetzt, Arno, jetzt lauf. Ohne Witze, jetzt lauf, komm. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Courage, du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Vater. Wo steckt der Dorf? Wow! Wir sollten hängen. Verdammt! Ich bin hier! Oh, da bricht ja alles zusammen. Los! Meine Güte, da bricht ja alles zusammen.
Meine Güte, ey. Oh, hey, hey. Vorsicht, Anno, spring mir bloß nicht an dem. Alter, wie sieht das hier alles aus? Lauf, Anno, lauf. Oho. Schnell runterrutschen hier. Schnell runter mit dir. Gut gemacht, Anno, und jetzt rüber mit dir, komm. Hui. Okay. So. Gut, machen wir weiter. Oh, oh. War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Nach oben, perfekt. Er muss ihn heute noch lesen, es ist äußerst dringend. Wow, jetzt geht's da auch noch runter. Nee, 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 nee. So, hoch mit dir, Anno. Perfekt, das machst du aber super. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ach so, hier rüber, okay. Mein Vater auch nicht. Sprung. 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 Wow! Meine Güte. Lalalala, Leute, Alter. Hier lang. So, runter mit dir, komm. Ich bin gesegnet, alle zu freuen. Okay. Oh ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ich hoffe, das schaffen wir gleich. So, hallo? Na, warte, Freundchen, dich kriege ich gleich. Hab dich gleich, Alter. Was? Bloß auf, Alter. So. Na, er freut mich nur nicht so früh, Alter. Hab dich. Du darfst nicht von vorn kommen, weil das bringt nichts, wenn du von vorn kommst. Ah, anscheinend habe ich die Klingel jetzt gekriegt. Cool. Request gerade im Patsche. Vergiss das nicht zu sagen. Anno. Na also, ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich meine Klingel haben. Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Klar. Breche sie und du stirbst. Nö, nö. Das machen wir nicht. Assassine. Jawohl. Aha, endlich! Die versteckte Klinge! Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Bruderschaft. Yes! Los geht's! Endlich die versteckte Klinge! Ja, das andere, die ganze Ausrüstung, die muss ich für die Klinge, das muss ich mir natürlich erstmals natürlich verdienen, das ist klar. Und fortfahren. So, also das für die Klinge, das muss ich mir erstmal alles noch verdienen. Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Dateiline. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine
Teil von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. Ja, natürlich soll ich mich für die Assassinen entscheiden. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifach-Helix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Super. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Ebensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Ah, okay. Alles klar. Nein, jetzt beginne ich mein Kampf als richtiger Assassine endlich jetzt. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arnaud Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arnaud irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arnaud beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Okay. Paris, 4. Januar 1791. Und das sehen wir auch schon. Arno. Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Arno verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Sag mal, ja. Schließen und. Ich habe schon 4 Fähigkeitspunkte. Finde ich cool. Nahkampf, Fernkampf, was gibt's denn hier Schönes? Aha, das ist alles noch geschlossen, okay. Warte mal, dann machen wir mal bei, ja, Gesundheit machen wir da erstmal hier so. So, dann haben wir hier noch so,
Oh, da brauchen wir 10 Stück, okay. Das Hämmer. Bei Schleichen. Und dann auch noch das hier, dass wir eigentlich die Schlösser eigentlich knacken können. Super. Ah, jawohl, eigentlich können wir dann auch eigentlich auf die Dinger gehen. Oh ja, hier diese Schlösser knacken, das ist... Alter, hier die Schlösser knacken, das ist scheiße, ohne Witz. Da musst du echt gucken, dass du in der Mitte bist, da musst du einen Knopf drücken, Alter. Wow, wow, wow. Du musst mitten in dem Teil drin sein, wo das Ding ist, dass du... Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arno mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Okay. Dann haben wir hier erstmal uns... Aktivierte Fähigkeiten... ja, ich weiß, das ist das hier. Aktivierte Boost. Warte mal, was ist das hier? Wow, gleich so viel Geld! Ich hab dich beim Haus gesenkt, ihr habt dich gejubelt. Du bist nicht mit dem Erbe dabei. Ich glaube, du bist ein Verräter. Es gibt keinen Platz für Leute, die dich in der Recht. Ich kann jetzt schwer ziehen und kann dann, wenn ich im Gegner beim Gegner bin, kommt nämlich auch meine Klinge. Ja, endlich meine Assassin-Outfit, jawohl. Aber immer noch Rekrut, leider. Ah, das ändert sich bald, meine Rekrutenschaft. Ah, endlich, jetzt kann ich auch eigentlich auf die Dinger hier gehen. Auf die Anpassungen, auf das Ganze hier gehen. Zum Beispiel hier auf die Karate-Fähigkeiten. Im Nahkampf und so kann ich jetzt endlich auf die Dinger gehen. Und kann mir da endlich dann die ganzen Dinge mit einlösen. Endlich, ey, das wurde doch Zeit, ey, dass ich das jetzt endlich mal habe. Aber ich find's einfach so genial, dass man das jetzt eigentlich kann. Ja, eigentlich habe ich mein Assassin-Outfit. Finde ich einfach genial. Warte mal. Hallo, ich wollte Karte haben. Ah ja, hier. Luftattentat. Ah, jawohl. Das ist gut. Dann trainieren wir mal ein bisschen hier. Ein bisschen was mit den Luftattentaten und den ganzen. Probieren wir mal das ganze Training erstmal aus. So. Warte, ich muss mal gucken, ob das jetzt hier. Jetzt habe ich kurz. Jetzt ist die Klinge drin und jetzt kann ich's. Eine exzellente Vorstellung. Ich find's einfach so genial, ey. Gescheitert. Hä, wieso gescheitert? Ach so, sollte ich eigentlich... Warte mal, sollte ich eigentlich beide jetzt erwischen oder was ist los? Warte mal. Ach nee, ich soll nur den hier. Bravo, bravissimo. Ha, endlich, jetzt kann ich Luftattentats und alles mögliche. Diese Technik sollte dir helfen. Oh ja, aber wirklich. Erinnerung abgeschlossen. Luftattentat, jawohl. Diese Erinnerung bewerten. Ah, natürlich. So. Und fortfahren. Alles klar, jetzt hab ich langsam raus mit dem. Ja, ich find's nämlich genial. Ohne Witz. Ich find es einfach so genial. Einfach so genial jetzt.
dass ich die Leute eigentlich mit Luftattentat killen kann und so alles. Und hallo, hier bin ich wieder und dann geht's jetzt wieder weiter. Okay, dann suchen wir uns mal die. Komm, warte. Ja gut, dann nehmen wir uns die ganzen Assassin-Dinger machen wir noch, aber erstmal machen wir mit Hauptquest weiter. Wir werden auf alle Fälle auf. So. So, wollen wir nachher gehen. Aber ich bin froh, dass wir eigentlich jetzt eigentlich unser Assassinen-Outfit haben. Das finde ich so super gerade jetzt, weil. Jetzt können wir wissen dann auch. Hehe. Pass auf. Was willst du? Freundchen. Weg mit dir. Ach, vergiss es, ey. Vergiss es, Freundchen. Ihr meint aber auch wirklich, ihr werdet die Größten. Aber nicht bei mir, Freundchen. So. Ja, endlich, jetzt kann ich wenigstens Luftattentate einsetzen. Genial. Jetzt kann ich solche Vollhongs eigentlich mit. Jetzt habe ich eigentlich versteckte Klinge. Kann ach. Alter, hör lieber auf. Das ist nicht gut für euch. Das ist nicht gesund für euch. So was zu tun. Achso, den habe ich schon erledigt. Okay. Und stich noch mal drauf ein. Normalerweise macht man das nicht auf jemanden einstechen, der schon am Boden liegt, aber mir ist es egal. Endlich! Jetzt habe ich wenigstens endlich meine Assassin-Klinge, endlich, ey. Aber ne, ich finde es gut an, wenn du über die drüber bist und es zeigt an. Finde ich es echt genial, wie das dann deine die Assassin-Klinge anzeigt und sonst hast du Schwert. Aber ich finde es, ich finde es einfach genial. Einfach genial finde ich das. Kannst alles nichts machen, das ist einfach nur so. Und die Bimmelsum zerstören, auch genial. Gut, dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt erstmal schnell die komm, wir lassen erstmal die rote Kiste und machen erstmal schnell die Hauptquest weiter und dann ja kriegen wir vielleicht unser erstes Attentatsziel von denen, um den da zu töten. Aber ich will gleich das gucken, dass ich dann gleich dann das hier schaffe hier. Jawohl. Ach, zwei neue. In Fortschritt. Ja, komm, nee. Machen wir so weiter. So. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Bisbot. Stets zu Diensten. So. Dann muss ich mal wieder alles holen hier. So. Ja, kann ich machen. Aha, warte mal, ich habe nicht die ganz gute Idee. Hä, kann ich jetzt warte mal, kann ich hier jetzt auch pfeifen irgendwie? Attentat aus Deckung heraus, klar, aber
Ich muss mal, bis er sich umdreht, der Typ. Dann kann ich den mir schnappen, wenn er sich umdreht. So, den ersten habe ich schon mal. Den zweiten hole ich mir auch noch weg aus der Deckung. So. Perfekt. Komm schon. Weg, weg. Geh doch weg. Oh, Arno, geh doch da weg jetzt. Ach, come on. Ohne Witz, das hasse ich gerade so dermaßen, ey. Ach komm, hau doch ab jetzt. Ach komm. Okay, shit. Ding ist egal eigentlich. Nein! Nicht schlagen! Schlag ihn nicht! Nicht töten! Och komm, Alter! Genau das regt mich gerade, gerade wie es am Aufregen hier. Boah, ey, komm, jetzt lasst mich doch in Ruhe einfach, meine Güte, ey. Jawohl, hoch mit dir. So. Ach, wirklich? Leute, nervt mich doch einfach alle nicht jetzt. Okay, ich beende jetzt hier den Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis gleich.